Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, Wilmana. Und wir spielen weiter mit Outlast Whistle Below. So, wir spielen weiter da, wo wir zuletzt gehört haben. Und dann, ja, schauen wir mal, wie man hier jetzt mal weiterkommen wird. Wie dies habe ich ja immer noch ganz herausgefunden. Wie das letzte Mal... Ja, da kann ich doch noch einen Weg lang. War ich hier schon? Nee. Ich glaube nicht. Was ist denn da? So. Oh, erstaunlich, hier geht's weiter. Schön. So. Und irgendwie drückt mir das Spiel schon mal allgemein ganz schön ins Auge. Ins Auge, genau. Das Spiel drückt mir ins Auge nebenbei, Leute. Und nicht im Ohr. Ich störe sie mal nicht weiter beim... Naja, Wichsen. What the fuck? Natürlich, Leute, ihr dürft nicht vergessen, auch er hat Druck. Mal. Also, ne. So wie es sich anhört, kommt er auch gleich. Schocker, schalte den Strom aus. Nice. Ich, hoffe sie... Naja, was auch immer sie da, ne? Ich hoffe, Gutes gelingen. Ja. Seht ihr, er kommt. Also, ne? Ich will den Pri aber auch nicht weiter stören. Ich kann verstehen, wenn er sich leicht belästigt gefühlt hat von mir. So, der Strom ist aus. Oder auch nicht. Welcher Flachwichser war das? Gleich werde ich sowas von erschrocken. Ey, wo ist denn der Typ hin? Gott! Ich hoffe, das war die rechte Hand. Nicht die linke. Oh mein Gott! Es tut mir leid, Leute. War nicht meine Absicht. Ja. Na doll. Nebenbei, Leute, ich nehme die Folge gerade genau um 23.58 Uhr auf. Also, falls ich ein bisschen durch mit Nerven bin, es tut mir leid, ich war eben noch arbeiten. Und bin, und dachte mir so, ey, heute... muss ich meine Folge wieder aufnehmen für euch. Und, ey, ja. Wie schon gesagt, sorry, falls ich ein bisschen durch mit den Nerven bin. What the... Okay, muss ich nicht verstehen. Eigentlich finde ich das...
Ach du Scheiße. Was ist da gerade ins Wasser gefallen? Da liegen ganz viele Leute drin. Gott! Oh, hab dich lieb, Jacke an. Schön. Was ist denn das hier? Schönen guten Tag, ich bin hier zur Hausbesichtigung da. Könnt ihr mal gucken, was sie hier auf so tolles betreiben? Das ist sehr wichtig für meinen Arbeitsbericht. Ich bin hauptberuflich Mechatronikerin. Ich bräuchte hier ein bisschen Hilfe. Hüpp! Aber warum ist denn dieser Scheißnebel und alles? Es ist so hell dann am Ende, Leute. Ist wirklich schlimm. Noch weiter nach oben. Bis zur Spitze geht's rauf. Hier ist der Drehstab, wo Wasser reinläuft. Ich wollte gerade eigentlich fragen, soll ich mir das jetzt hier wirklich antun, aber... ne? Ah, schön, die Berge! Ah, schön, hier bleiben wir doch. Es tut mir leid, dass ich so dumm rede. Wie schon gesagt, meine Nerven sind brennend mit euch. Hüpp. Hoch, hoch, Bruder, hoch! Aua. Ja, es hat eher so suboptimal funktioniert, wie ich es wollte, aber... Tja. Naja, was will man tun? Meine Frage, Leute, habe ich einen zweiten Versuch? Nee? Ja. Alles klar, Bruder. Was ist denn hier los, hä? Was, du machst einen verrückten Hund? Hä? Was ist denn hier jetzt, was ist hier meine Mission jetzt, Leute? Ich sag euch, wie es ist. Ich vertraue der Stille gerade nicht, Leute. Ich habe gerade ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache hier. Gleich erschrecke ich mich wieder, wetten. Das ist, ja. Ist auch gar nicht gruselig, wenn... Dankeschön fürs Unterbrechen, Leute. Wenn random hier jemand rumspricht, als wäre er psychisch auch nicht mehr ganz bei Trost. Naja, gut, mein Gott.
Ich hab Hitman gefunden. Nee. Hallo? Kann ich ein Autogramm haben? Oder geht das nicht so? Nee? Manu. Leute, das ist einfach Hitman. Ich hab Hitman live getroffen. Naja. Live. Dann waren sehr böse. Gott, oh Gott. Okay. Welcher Mann ist böse? Wo ist der Typ hin? Jetzt ernst gemeint, wo ist der Typ hin? Ohne Batterie. Hallo? Schön, da liegt eine Batterie und ich kann sie mir nicht snacken, oder wie? Sehr nett. Sage ich euch ehrlich, wie es ist, ich glaube, ich will da nicht weiter entlang. Safety first, das endet hier nicht gut. Was stimmt mit dem Typen nicht? Was? Ja, was heißt, ich habe jetzt überlebt? Oh Gott, der hat ein Hackebeilmesser in der Hand. Leck mich, Alter. Das hier sind Nähmaschinen richtig alt, aber what the fuck? Ist das krank, Alter? Ich habe gehört, eigentlich sollte man den Dingern nicht hinterherlaufen, aber ich bin lebensmüde, wie ihr wisst, Leute. Aus Mrs. Lines ist Weg. Oh Gott! Okay, what the fuck? Ich weiß nicht, was hier gerade abging. Aber egal, Leute. Also, nee. Schlimm, ey.
Oh Gott, bitte guck nicht hier drunter. Gott, scheiße. Ich hasse Verfolgungsjagden. Oh Mann. Es tut mir leid, dass ich nicht rede, Leute, gerade, aber ich bin gerade ein bisschen unter Stress, ne? Nimmt's mir nicht für übel. Ja, danke schön. Oh mein Gott, das war knapp. Na toll, scheiße. Fuck. Aua. Ja gut, ne? Scheiß gelaufen, du. Ja, ich bin total okay. Danke der Nachfrage. Du würdest eher sterben, als mit mir zusammen zu sein. Ja, würde ich lieber. Kannst du es mir für übel nehmen? Danke, Bruder, hat jetzt auch nichts anderes vor, sag ich, wie es ist. Na dann, in Ordnung, gut. Dann würde ich sagen... Sehen wir, also würde ich sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir unbedingt ein Like, ein Abo, oder ich mache hier einen Schnitt halt. Ein Like, ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir oder hören wir uns beim nächsten Mal. Eure Wilmana. Ciao.